Wir sprechen über die OER-Geschichte in Deutschland und auch die damit verbundenen Geschichten. In diesem klitzekleinen Geschichtsbuch darf eine Episode nicht fehlen, nämlich die Frage nach der ZUM. Die ZUM ist die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Und Karl Kirst kann sehr gut davon erzählen, wie die ZUM zu OER gekommen ist, nämlich weil Karl, wir haben gerade nachgeguckt, 2005 angefangen hat, sich bei der ZUM zu engagieren, lange Jahre auch als Vorstand bei der ZUM, die ein ehrenamtlich organisierter Verein ist, aktiv war. Nebenbei war Karl auch noch Lehrer in NRW, Chile, Türkei. Und wir sind jetzt zu dem Interview gekommen, weil Karl es auch gerade noch mal resümiert hat. Und der Blogartikel, den er geschrieben hat, heißt 12 Jahre OER auf ZUM.de oder 23 Jahre oder 25 Jahre. Karl, magst du das einmal für uns aufschlüsseln? Wann hat die ZUM mit OER begonnen? Ja, offiziell tatsächlich vor 12 Jahren, und zwar 2008, hieß damals das ZUM-Wiki, das erste Wiki auf ZUM.de, was dann sehr erfolgreich geworden ist und Muster war für etliche andere Wikis, die bis heute bestehen. Offiziell die Lizenz CC BY SA angenommen hat. Geht davon aus, dass es hier bekannt ist, deswegen schlüssel ich das nicht weiter auf. Es ist so, dass dem aber vorausgegangen ist, dass die ZUM bereits 1997 gegründet worden ist, daher die 23 Jahre, und eigentlich schon 2 Jahre Vorlauf hatte in einem Projekt von Margit Fischbach, das World Wide Web als Lehr- und Lernmittel letztendlich für die Schule. Und von Anfang an war die Idee, Materialien, Ideen für die Unterrichtspraxis zu teilen und damit natürlich eben zugänglich zu machen. Es war so, dass die damals entstandene ZUM Klassik oder Autoren-ZUM tatsächlich in der Regel, wenn überhaupt damals Lizenzangaben formuliert worden sind, formuliert hat, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte frei zu nutzen seien. Das heißt, jede Lehrerin, jeder Lehrer durfte sie herunterladen oder eben auch online nutzen und das ohne Kosten und ohne Restriktionen, außer der kommerziellen Nutzung. Das war etwas, was damals auch eher Common Sense war. Das heißt, Kolleginnen und Kollegen haben sich gesagt, mein Gott, ich habe das jetzt also in mühevoller Kleinarbeit erstellt und das kostet mich ganz viel Mühe und Zeit. Und ich möchte jetzt nicht, dass ein Schulbuchverlag zum Beispiel herkommt und diese Arbeit ausnutzt. Allerdings mit der Implementation des ZUM-Wiki hatten wir mit einmal eine andere Situation. Die Idee war, dass wir etwas Ähnliches für den Schulbereich machen, wie das, was die Wikipedia ganz allgemein im lexikalischen Bereich vorgemacht hatte. Und das bedeutete natürlich auch, dass ganz viele verschiedene Menschen gleichzeitig oder nacheinander an einem und demselben Artikel, an einer und derselben Seite arbeiten konnten und das auch getan haben. Das bedeutete aber, wenn man jetzt fragen wollte, darf ich diese Inhalte benutzen, hätte man rein formal jedes einzelnen Autorenmitglied fragen müssen. Das wäre einfach unrealistisch gewesen. Und wir haben uns deshalb die Frage gestellt, ob es nicht sinnvoll sei, auf dieses NC, was wir tatsächlich als erste Lizenz, als erste CC-Lizenz hatten, ob wir das nicht herausnehmen sollten. Und wir hatten die Diskussion darüber schon Ende 2007 angestoßen. Und dann kam Anfang 2008 auch die Kapstadt Declaration zu OER. Und das war sozusagen der letzte Impuls. Wir haben uns auch überlegt, ob wir das unterschreiben. Wir haben es aus heute nicht mehr ganz klaren Gründen nicht unbedingt unterschrieben, weil uns bestimmte Aspekte ja unpraktikabel erschienen. Nicht, weil wir grundsätzlich der Idee nicht nahegestanden hätten. Aber wir haben zum 1. Februar 2008 dann tatsächlich das Wiki unter CC BY SA gestellt. Und seitdem, wie gesagt, sind solche Projekte wie heute das zum Unterrichten und so weiter
OER und mittlerweile das neueste Projekt der ZUM zum Deutschlernen, an dem ich auch mitarbeite, seit Anfang 2020 online, steht unter CC BY, ist also noch offener, was eben auch bedeutet, dass man nur den Autor, die Autorin angeben muss oder die Quelle. Man braucht also nicht dieselbe Lizenz zu verwenden, wenn man das Material weiter nutzen möchte. Und das erscheint uns gerade in dem Bereich Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache sehr, sehr wesentlich. Und vielleicht dazu noch ein letzter Satz. 2007, 2008 haben wir noch sehr stark diskutieren müssen. Denn die Frage war natürlich, ja, wenn wir das jetzt umstellen auf CC BY SA und auf das NC verzichten, die nicht kommerzielle Nutzung zu unterbinden, ist das nicht letzten Endes eine Situation, die dem Missbrauch Tür und Tor öffnet? Und wir hatten tatsächlich große Bedenken. Das Hauptargument dagegen ist damals gewesen, und das halte ich nach wie vor für das Wichtigste, wenn jemand tatsächlich einen Inhalt weiter verwendet kommerziell, beispielsweise jemand entdeckt einen Lernpfad zum Unterrichten und sagt, tolle Sache, das baue ich jetzt ein in mein Schulbuch. Darf er, darf sie. Und ich darf natürlich anschließend als Autor dies Material wiederverwenden und kann sagen, oh, der Schulbuchverlag hat ja da noch was dazu gemacht, das ist ja super. Und letzten Endes ist das also ja kein wirkliches Hindernis, das Streichen des NC. Und es hat uns enorm an Flexibilität im Umgang mit Bildungsmaterialien gegeben. Und ich sehe auch heute, dass das überall Schule macht und das ist toll. Das wäre schon ein schönes Schlusswort. Ich würde gerne noch einmal einordnen, weil von dem Standpunkt 2020, wir zeichnen es jetzt hier im Herbst 2020 auf, das Video, viele Sachen ja eine gewisse Selbstverständlichkeit haben, das mit den Lizenzen, das mit dem Internet teilen etc. Als du es gerade beschrieben hast, habe ich das jeweils versucht, vor dem Hintergrund der Zeit einzuordnen. Und das sieht ja ganz anders aus. Wenn du sagst, vor 23, vor 25 Jahren, da gab es gar keine Creative Commons Lizenzen. Ich glaube, die Creative Lizenzen, Commons Lizenzen in Deutschland, auf Deutsch wurde 2004 oder sowas gestartet. Also es kann sozusagen die Idee war bei euch ja schon viel früher da, bevor auch nur dieses Lizenzmodell als Idee aufkam. Richtig. Und man muss einfach sehen, dass natürlich in der Anfangszeit, also in den 90er Jahren, die Diskussion um Urheberrecht, um Lizenzen nicht so gegeben war wie heute, weil natürlich durch das Internet eine ganz andere Situation gegeben war. Damals ist man gedanklich von dem ausgegangen, was man eigentlich in der eigenen Praxis zum Beispiel im Lehrerzimmer kannte. Und da war auch natürlich die Frage, oh, du hast doch ein Material, kannst du mir das nicht mal geben? Oder als man sagt, hier Leute, ich habe hier was, das habe ich erstellt und wollte das nicht haben. Das war die Idee und damals hat man sich um eine angemessene Lizenzierung nicht immer ausreichend Gedanken gemacht. Aber wie gesagt, man hat auch gesagt, ich möchte es freiteilen. Das war von Anfang an da. Das heißt, die Idee auf die CC-Lizenzen einzugehen, war eigentlich gedanklich gar kein so großer Schritt. Es gab einen Zwischenschritt. Ich habe schon gesagt, dass technisch gesehen die Wikis auf zum.de dieselbe Basis haben wie die Wikipedia. Und demzufolge war auch die erste Idee, wir lizenzieren genauso wie in der Wikipedia mit GNU-FDL. Das ist eine Lizenz, die aus dem Softwarebereich kommt und eigentlich für Inhalte, Lerninhalte nicht wirklich geeignet ist. Und wir haben das auch nach wenigen Monaten dann aufgegeben. Auch da muss man sagen, im Angesicht der damaligen Gegenwart, die Wikipedia war damals ja auch noch ein häufig belächeltes Randprojekt, wo man nicht sicher war, ob das mal ganz groß wird. Auch als du die Kapstadt-Erklärung erwähnt hast, dass ihr sie nicht unterschrieben habt. Es hat im deutschsprachigen Raum in meiner Erinnerung gar keiner die Kapstadt-Erklärung wahrgenommen damals. Das heißt, dass ihr überhaupt euch damit beschäftigt habt, war eigentlich von der Einordnung her
Schon Ja, unglaublich pioniermäßig. dass damals zum Beispiel noch Mailinglisten eine große Bedeutung hatten und die ZUM hatte eine Mailingliste www.lehren, also www für World Wide Web. Und diese Mailingliste hatte mehrere hundert Mitglieder, die äußerst aktiv waren und zu damaligen Zeiten, es gab eben noch keine Blogs, war das ein Austauschforum, was immens war. Da wurde auch ganz viel getauscht und demzufolge war es, wenn man wollte, durchaus möglich, entsprechende Informationen zu bekommen. Und das war ein Glück und www.lehre gibt es heute nicht mehr. Die ZUM hat einen eigenen Blog. Es ist so, dass aber eine Informatik-Mailingliste interessanterweise nach wie vor noch recht aktiv ist. Ich mache kurz Werbung. In dieser Reihe von OER-Geschichten sind wir auch noch mit Philipp Schmidt verabredet, der damals bei der Kapstadt-Erklärung zentral engagiert vor Ort war. Insofern, wer sich dafür interessiert, kann sich dann nochmal auch dieses Interview anschauen. Karl, gibt es noch was, was du sagen würdest, was in das Geschichtsbuch unbedingt mit rein muss und damit in dieses Gespräch? Ja, ich würde ganz gerne zwei aktuelle Dinge noch zum Abschluss sagen. Das eine hat wieder auch was mit der ZUM zu tun. Ich habe schon ZUM Deutschlernen erwähnt. Es ist so, dass, wie gesagt, das unter CC BY-Lizenz steht. Das ist erstmal etwas Neues für uns. Das zweite, zum ersten Mal bekomme ich für OER Geld. Das heißt, wir haben eine finanzielle Förderung. Diese Förderung wird für bestimmte Aufträge vergeben. Ein Auftrag war eben, Inhalte zu erstellen. Den habe ich übernommen. Ist ein wunderbar tolles Gefühl. Das Zweite, was ich gerne noch erwähnen möchte, und ich finde auch, dass es wichtig ist, OER ist wertvoll und sollte auch öffentlich gewürdigt und gefördert werden. Das Zweite, ich arbeite mit in der örtlichen Flüchtlingsinitiative. Dort gibt es ein wunderbares Projekt, das heißt Behind the Picture, zu finden auch unter behind-the-picture.de. Dort werden über das ganze Jahr verteilt Menschen vorgestellt, die mit Flucht, Vertreibung, Aufnahme, Integration zu tun haben. Und dazu wird es Bildungsmaterialien geben. Und diese Bildungsmaterialien werden, und da habe ich gar keinen Einfluss drauf gehabt, selbstverständlich unter OER-Bedingungen veröffentlicht werden. Zwei wichtige Einträge für 2020. Karl, ganz, ganz herzlichen Dank dir, nicht nur für das Gespräch, sondern für all dein Engagement. Alles Ich Gute. hoffe, dass die OER-Idee auch nach wie vor weiter gefördert wird. Es gibt viele tolle, wunderbare Initiativen, aber es braucht auch eine öffentliche Förderung.